So, hallo. Ich hoffe, mein Kopf macht jetzt hier mit, weil ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber wir müssen aufnehmen. Denn wenn wir nicht aufnehmen, dann läuft das jetzt nicht weiter. Ich muss mal auch was ganz kurz gucken. Ja, und zwar, wie es um meine Fernbedienung bestellt ist. Wo sehe ich denn auf die Schnelle? Wo sieht man denn auf die Schnelle die Batterieanzeige? Ging das nicht irgendwie übers Menü? Oder so? Naja, er wird schon meckern, wenn es knapp wird. Da er jetzt noch nicht meckert, sollte es reichen. So, wir haben jedenfalls, bevor wir jetzt in die Welt 3 gehen, eine ganze Menge Straßen hier zu erledigen. Die habe ich alle noch ausgelassen. Oh ja, oha, das sind. Oha, das sind 6 Stück. What? Das ist hier eins. Ah ne, die habe ich, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay. Dann arbeiten wir uns daran doch mal ab. Bohrerschatz. Oh, okay. 1,10. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Ich guck gleich mal. Ah, guck mal. Jetzt sehe ich das. Unten rechts taucht eine Meldung auf. Was ich tun soll. Y halten, dann loslassen. Okay, ja, das weiß ich, das kann ich. Aber das war ja der große Fehler bei der Ice Stage, wo ich das einfach nicht gesehen habe. So, also einmal rum. Ah, okay, ich verstehe. Hey, in die Mitte mit euch. Ah, Scheiße. Okay. Okay. Das hat mich hingehauen. Ah, ich bin zu langsam, oder was? Jetzt. Aber ich glaube, ich sollte die nicht alle mit diesem Kreisding machen. Also den in der Mitte kriege ich halt nur mit dem Kreis, ne? Das ist mir klar. Den in der Mitte kriege ich nur mit dem Kreis, aber die anderen kann ich auch so angreifen. Weil ich bin auch viel zu langsam. Ja. Geschafft, aber viel zu langsam. Okay. Ich denke, die kann ich normal angreifen und den Kreis sollte ich nur nutzen, wenn es wirklich sinnvoll ist. So erscheint mir das jetzt gerade. Also, rein geht's in die Time Attack. Das heißt, ich muss bis 2,50. Quatsch, bis 1,50 muss ich im Ziel sein. Was macht er? Okay, das war schon Quatsch. Das wollte ich so auch nicht. Ja. Ah, das war jetzt zum Beispiel scheiße. Ja, das war jetzt zum Beispiel scheiße, was ich da gemacht habe. Aber die kann ich so erledigen und den kann ich auch so erledigen. Trotzdem, weiß ich nicht. Zeitlich schwierig.
Ja, jetzt hat, muss ich 20 Sekunden, schaffe ich nicht. Da muss ich noch schneller werden. Ey, das hat nicht gereicht. Ach, leck mich doch. Da muss man wirklich ganz knapp außen rum. Aber ganz knapp. Eieiei. Jetzt müsste ich übrigens schon im Ziel sein. Nur so am Rande. Und jetzt muss ich aber nochmal außen rum. Immer noch 20 Sekunden zu langsam. Eieieiei. Hallo. Scheiße. Ah, okay, aber diese Bodenwelle, die scheint eine ziemlich ordentliche Reichweite zu haben. Vielleicht mache ich die auch bisher noch ein bisschen falsch. Hä, wieso hat es jetzt den in der Mitte nicht erwischt? Der genau da drin stand. What the hell? Das war frech. Aber das Ding ist auch, die Hunde sind ja außen rum, also eigentlich müsste ich die mit einem Kreis mitnehmen. Nein, es hat nicht gereicht. Okay, okay, das würde funktionieren. Ja, okay. Die kommen, die nehme ich automatisch alle mit. Die nehme ich automatisch alle mit. Okay, verstanden. Gut. Okay, kriegen wir hin. Ah, das war scheiße. Ah, das war richtig scheiße. Ah, das kostet jetzt wieder Zeit hier. Mann! Kacke. Ah, das war scheiße. Ja, das war schlecht. Aber hier jetzt nehme ich genau das Ding. Ich muss einfach einmal rum, dann mache ich alles automatisch weg. Dann muss ich die zwei Igel wegmachen. Und dann noch einmal außenrum. Das ist alles. Einfach noch einmal außenrum. Genau. Ja, okay. Das klappt schon. Das klappt schon. Das kriegen wir schon noch hin. Das kriegen wir schon noch hin. Nein! Das ist halt scheiße, wenn da der erste fehlt. Nein! Und dann, wenn ich die verfehle. Okay, okay, das war gut. Das war gut. Weiter, 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 weiter. So, den warte ich ab. Genau. Und jetzt machen wir einen Kreis. Genau. Nein! Jetzt machen wir noch einen Kreis. Ah, okay. Wir sind aber zeitlich ganz, ganz okay. So, einmal außenrum. Schön außenrum. Perfekt. Igel 1. Igel 2. Und nur noch einmal außenrum. Yes! Komm schon! Komm schon! Oh Gott, ja. Sehr schön. Prima. Prima.
Okay. Gut, gehen wir gleich weiter. Vulkanfeuerschatz, okay. Die Laternenschalter, ja, okay. Nicht so. Nicht hinspringen, okay, nicht hinspringen. Hä? Wie exakt muss man da denn treffen? Holy moly. Na. Ach, komm schon. Okay. Schon ordentlich treffen tatsächlich. Na, komm. Und wo geht's dann weiter? Da hinten, okay. Nach da geht's dann. Oh boy. Ah. Und dann hier noch. Okay. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, die ich brauche. Aber das wird es garantiert nicht gewesen sein. Okay, eine Minute. Ja, okay. Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dafür, dass ich auch noch nicht wusste, wohin es geht und so weiter. Ich denke, da ist die Minute. Also die kriegen wir hin. Das sollte zu machen sein. Let's go. Bam, bam, bam. Alter, der Anfang, ne? Dieses erste Ding zu treffen. Ich schieß doch einfach nur gerade. Danke. Vor allem mal klappt es so komplett schief zu schießen und mal nimmt es nicht an. Das verstehe ich immer nicht, aber gut. Ach, komm schon! So, die da drüben brauchen wir dann eh. Das heißt, da kann ich auch jetzt erst hin. Das ist auch alles gar kein Thema. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden für den Kram hier. Ist es mein Ernst? Komm schon. Komm schon. Oh Gott, ich muss noch dahin. Nein. Okay. 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 Okay, I got it. Alter. Erste Lampe, schwierigste Lampe. Sehr schön. Ja, easy. 5 Sekunden mehr als vorhin. Jetzt machen wir es ganz gechillt hier. So. Geht doch. Alter, macht mich nicht wahnsinnig. So. Das wäre es jetzt gewesen, wenn die mich noch runtergeschmissen hätten oder so. Prima. Sehr schön. Haben wir schon 2 in einem Video. Und das Video ist auch noch nicht zu Ende. So. Hier drüben haben wir jetzt noch 3.
Und zwar den Tornado-Schatz. Oh Gott, okay. Aber ich hoffe, dass jetzt sowas ist, wo man sich so über Stacheln bewegen muss, so ein bisschen mit Bandisch spielen. Das wäre ganz cool. Weil das ist eigentlich das, was diese Fähigkeit so ein bisschen ausmacht. Na gut, nicht ganz. Hallo? Nicht ganz, was ich gemeint habe, aber ist im Rahmen. Na. Kirby, was tust du? Okay, geschafft haben wir es, aber die Zeit ist natürlich noch nichts gewesen. Halbe Minute, ne? Ja, 15 Sekunden zu langsam. Uiuiui. Okay. Aber ich glaube, der Trick besteht darin, dass man zwischendurch auch mal stoppt und dann wieder loslegt. Weil ich hatte manchmal das Problem, dass ich, glaube ich, in der Lücke losgestartet bin. Und dann ist es zu langsam. Dann fliegt man nicht so schnell mit dem Tornado. Aber kann ich nicht mit dem Tornado ewig abkürzen eigentlich sogar? Also kann ich nicht einfach... genau das machen. So, jetzt nur noch hier durch die Mitte. Ja, easy! Haben wir es ja schon. Nummer 3. Im Video. Zwei bleiben noch. Ob wir die beide noch schaffen? Ich bin gespannt. Kann natürlich sein, dass wir in irgendeinem landen, wo ich mich dann ewig aufhalte, weil ich es halt nicht schaffe. So, Chakram-Bumerang-Schatz. Okay. Ja, let's go. Werfen, wirbeln, weiter. Trifft die Schalter. Hä? Gleichzeitig oder was? Wie soll ich die denn gleichzeitig? Ach doch, okay, doch. Einfach schnell hintereinander. Okay, einfach schnell hintereinander. Dachte schon, hä? Bin ich doof? Aber alles gut. Okay, alles gut. Geht doch. Okay, die müssen jetzt aber eine Weile draußen bleiben, sonst wird es nichts zeitlich. Yes. Hoppala. Ah! Gott! Okay, das ist ein bisschen Trial and Error. Ach, das ist hier das Ziel, oder was? Ah, nee. What? Bleiben jetzt aber gedrückt, oder? Nicht, dass das ja auch mit Zeit dann geht. Nein, okay, das wäre schon frech. Und da ist dann das Ziel, okay. Puh. Okay, welche Zeit will er hier von mir? Eine Minute, 17 Sekunden. Oh je, oh je. Das wird kritisch. Das wird die Challenge, an der wir jetzt den Rest des Parts hängen. Das ist die Challenge, an der wir jetzt den Rest des Parts hängen. Oh je.
so schon mal nicht. Gibt es da irgendeinen... Bestimmt gibt es da wieder einen Trick und ich weiß nur nicht. Aber es zeigt diesmal nichts an, ne? Nee, es zeigt nichts an. Okay. Alter! Oh, nice. Oh mein Gott, das war gut. Oh mein Gott, das war gut. Yes. Die teilen sich dann auch irgendwie so komisch auf. Also ich habe noch nicht so... Ich glaube, ich nutze sie noch nicht optimal. Aber das war sehr gut gerade bisher. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Jetzt die schön schnell. Die schön schnell erwischen. Das wäre es jetzt. Nein! Weil die gehen so auseinander, ne? Die gehen auseinander eigentlich. Ach so, ich muss nur die Mitte treffen, weil die so auseinander gehen. Okay, ja, okay, verstanden. Hier dann auch. Ich muss die Mitte treffen. Und dann gehen die auseinander und treffen den Rest. Okay. Ja, okay, okay, okay. Okay, I got it. Dann ist es nicht so schlimm. Hier auch. Einmal werfen und die gehen auseinander. Okay, ja, ja, I see, I see. Ja, okay, dann, ja, das Wissen hat mir gefehlt. Dann auch hier in die Mitte werfen und die gehen auseinander. Okay, und hier in die Mitte werfen und die gehen auseinander. Jawohl, okay, alles klar. Sehr gut. Am Menschenskinner! So, dann warten wir hier einmal, bis die zurückkommen. Und dann treffen wir das nämlich sofort. So. Gut. Und dann hier noch. Easy. Ah, richtig easy. Okay, wir hängen nicht bis zum Ende des Videos an dieser Stings, sondern wir können sogar noch den nächsten machen. Ist das nicht chillig? So. Und zwar den Treppenstopfer-Schatz. Oh, ein 3-Sterne. 1,45. Oh Gott. Oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Was kommt denn jetzt auf mich zu? Ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich so Puzzle, aber wenn man einmal das Puzzle gecheckt hat, dann ist es ja zeitlich auch eine andere Geschichte. Nein, wieso gehst du jetzt? Wieso spuckt du den denn da aus? Willst du mich verarschen? Kann er nicht einfach da drauf stehen bleiben? Hä? Muss ich dann mit dem ausspucken, oder was? Ah, okay. Okay, das heißt, die zwei müssen die Ecken machen. Ah, okay, okay, I see, I see, I see. Ja, aber das ist, was ich meine. Die Zeit ist jetzt ja beim ersten Mal spielen eine ganz andere Geschichte, weil ich ja noch nicht weiß, was ich tun muss. Das nächste Mal weiß ich ja zum Beispiel hier sofort, wie es geht. Okay, hier muss auch erstmal alles weg. Machen wir es erstmal so. Der kann schon mal den hier drücken. Der kann den hier drücken. So, du kannst jetzt... Ah, jetzt komme ich da nicht durch, wa? Ah, das ist doch scheiße.
Ah, das ist doch scheiße. Ich muss da nach hinten erst. Aber der kann den hier drücken. Nee, kann er nicht. Alter. Mach dich mal weg da oben, du Witzfigur. Ne, der muss schon den hier drücken. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig so. Aber der hier... Der muss den hier drücken. Wobei, ist egal gewesen wäre. Okay. Nee, ist egal. Ich hätte den da stehen lassen können. Grundsätzlich hätte ich den da stehen lassen können. Ja, okay, ja. Also grundsätzlich hätte ich den stehen lassen können und den anderen holen. Das wäre okay gewesen. Ja, da waren wir noch ein bisschen zu langsam. Aber wie gesagt, es ist ein Puzzle und das weiß man beim nächsten Mal jetzt besser. Eine Minute. Eine Minute muss ich aufholen. Okay, kriegen wir hin. Let's go. Ich bin blöd, ich hab's falsch gemacht. Aber ich hoffe, es macht jetzt zeitlich nicht so viel aus. Ich hätte mit dem noch gar nicht laufen müssen, nämlich. Ich hätte mit dem hier auch warten können. So. Okay, jetzt die richtige Reihenfolge wählen. Also erstmal machen wir das alles hier kaputt. Hallo. So, dann muss der hier... Der muss da rein. Okay, das hätte ich auch vorher machen können. Der muss hier... Nein, das darf ich nicht. Ich darf damit nicht anfangen. Ich muss... Ja, scheiße. Ich muss erst den rüberziehen. Es muss erst der nach hinten. Kann der jetzt nach hinten? Nein, der kann es nicht nach hinten. Okay. So, hier ist nämlich genau die Schicht. Ich muss erst mit dem darüber gehen. Hier. So. Nicht das hier. So. Dann muss ich mit dem hier rüber gehen. Ah, das geht noch nicht. Dann muss ich doch erst den bewegen. Siehst du, war das nämlich gar nicht so falsch vorhin. Dann war das nämlich gar nicht so falsch vorhin. So. Und jetzt muss ich erst den hier bewegen. Der muss nämlich nach da. Der hier muss ein bisschen nach hinten. So. Nein! Ein bisschen nach hier. Jetzt muss der... nach hier.
Alter, halt die Schnauze da oben. Aber jetzt müsste ich schon im Ziel sein. Oh Gott, was? Ich mache irgendwas viel zu langsam. Jetzt muss der nach hier. Ich bin noch viel zu langsam. Ich muss da noch eine ganz andere... Irgendeine Strategie fehlt mir hier noch. Irgendeine Strategie fehlt mir hier noch. Weil jetzt geht der hier hin. Also es dauert ja viel zu lange. Das sind viel zu viele Laufwege. Ach nee, bei 1.15 muss ich im Ziel sein, ne? Ich bin 10 Sekunden zu langsam. Ich bin nur 10 Sekunden zu langsam. Richtig? Ja, okay, okay. Ich hab falsch gedacht. Ich hab falsch gedacht. Alles gut. Alles gut, ich hab falsch gedacht. Dann weiß ich, was ich anders mache. Genau, das habe ich auch falsch angefangen. Ich muss den erst hier rüberbringen. Dann muss ich den bewegen. Nein, das war der... war der falsche. So, der muss nach da. Der nach da. Nein! Der muss nach da. Der muss nach da. Zwei 21. Geht nach hier. Der macht jetzt erstmal Platz. Jetzt geht der nach hinten. Verzieh dich, du dämmes Ding, ey. Jetzt geht der nach da. Ah, wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Aber könnte drin sein. Ich muss jetzt halt richtig, richtig schnell machen. 10 Sekunden. Oh Gott. Oh Gott. Nein, das schaffe ich nicht. 5, 4, 3, 2. Ah, okay. Zum Glück wird die Zeit gestoppt, während man sich portet. Okay. Okay, hey, alle 5 in einem Part. Das ist doch schön. Damit sollten wir jetzt alles in Welt 2 gemacht haben. Oder gibt es hier noch irgendwas Verstecktes, was ich noch nicht gefunden habe? Nee, ne? Nee, auch keine versteckten Münzen oder so. Okay, dann können wir jetzt aber mal die versteckten Sachen in Welt 3 schon mal öffnen. Ein Vergnügungspark, genau. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier bei diesen Dingern auf jeden Fall was ist.
hier beim Wald. Nein? Oh, danach kommt eine Schneelandschaft. Okay. Okay, bisher nichts. Kann ich da schon rein? Oh, ich kann das sogar schon rein. Okay. Offstage des Zirkuszelt. Aha. Okay, nur Münzen bisher. Aha. Da ist ein Stern. Und zwar der Ringstopfer-Schatz. Oh, das ist mit dem Bootfahren. Aha, Münzen. Ja, das ist das erste Level, klar. Oh, guck mal hier, Autoscooter. Also nicht mehr, also Rennbahn oder irgendwas. Oh, ich bin sehr gespannt, was die sich hier alles überlegt haben. Das sieht... Die Achterbahn hier gefällt mir auch sehr gut. Ich hoffe, dass es... Ich hoffe, die ist nicht nur Deko, sondern wird eine Art Level. Das wäre cool. Aha. Da ist ein Stern. Rohrstopfer-Schatz. Oh Gott, okay. Was werden die sich da wieder alles ausgedacht haben? Okay, das wird wahrscheinlich ein Level hier auch. Okay, ich denke, hier innen haben wir soweit alles gesehen. Gehen wir nochmal außen rum. Nein. Aha. Geld. Okay. Okay, ich denke, das war's. Ja, sehr schön. Dann, denke ich, haben wir auch die geheimen Sachen in Welt 3 schon gefunden. Die anderen gehen dann nach den Leveln jeweils auf. Ich freue mich auf den Vergnügungspark. Bin mal gespannt, was uns da alles erwartet. Und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ein Fünftel. Und tschüss.